Deswegen bist du ein Surfboy und kein Malerkünstler. Was wäre ein Ausflug an den Strand ohne eine Wassermelone? Ja, Augen verbinden, Stock nehmen und auf Wassermelone draufhauen. Zu versuchen. Sodass sie sich teilt und alle sie essen können. Kennen wir doch alle. Kennen wir doch alle, kennen wir doch alle, kennen wir doch alle. Die Elementarbahn hält tagsüber nur am Vergnügungspark und bei der Lizareno-Gesellschaft. Die Elementarbahn fährt eine Ebentiefe ab. You don't say. Was ist das hier eigentlich so für Fußabdrücke? Ach hier, Fernrohr zum Durchgucken. Aber ich darf nicht durchgucken. Oh nein, ich darf nicht. Ich habe mein Herz schon an jemanden verloren. An eine Zwiebel. Sie will mich zum Weinen bringen mit der Zwiebel. Nicht nur, dass sie mir eine Abfuhr gibt. Jetzt will sie auch noch dafür sorgen, dass ich dann Tränen habe. Sodass sie sich noch gewollter fühlt, oder wie? Seid ihr zum ersten Mal in Altamira? Die Lizareno-Gesellschaft hat aus dieser Stadt einen Urlaubsort gemacht. Die Elementarbahn fährt jetzt ab. Zur Gesellschaft. Ach, gehen wir zum Vergnügungspark. Ja, Party! Dies ist der Hauptsitz der Lizareno-Gesellschaft. In diesem Büro betreuen wir unsere Kunden und erledigen die Öffentlichkeitsarbeit. Mentalbahn fährt jetzt ab. Nein, 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 nein. Ich will nicht zurück. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Nur mit einem Mitarbeiterausweis ist der Zutritt zur oberen Etage gestattet. Ich will trotzdem rein. Ich entschuldige mich vielmals, aber ohne einen Mitarbeiterausweis ist der Zutritt verboten. Entschuldigung. Ja, willkommen in der Gesellschaft. Ich darf niemanden ohne einen Mitarbeiterausweis den Zutritt gestatten. In diesem Quartal ist der Umsatz gestiegen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Georges hervorragendes Talent zu beschreiben. Aufgrund der Monster, die überall erscheinen, geht der Umsatz stetig zurück. Da kann man nicht viel dagegen machen. Ja, überall sind Monster. Da trauen sich nur weniger auf eine Reise zu gehen. So, so. So, jetzt können wir zurückfahren. Hat sich ja sowas von gelohnt. Vergnügungspark. Ich höre es schon und ich sehe es auch. Achterbahn. Hallo, das ist der Vergnügungspark. You don't say. Wir weisen Sie darauf hin, dass der Vergnügungspark nachts geschlossen ist. Punkt, Punkt, Punkt. Am besten spricht man nicht, wenn man in diesem Ding steckt. Super! Hier wird einem echt was geboten. Oh, wirklich schade. Ich arbeite leider gerade. Komm wieder, wenn ich frei habe. Okay. Okay. Na, gefällt's dir hier? Du gehst gerne in solche Vergnügungsparks. Nicht wahr, wenn man lernt, wieder mit den Augen der Kinder zu sehen, wird man sich überall amüsieren. Naja, spiel mit mir. Heiliges Licht. Nee, das macht Spaß. Was ist los? Hast du dich verirrt? Schlot, schlot. Oh Mann, und was jetzt? Einfach das Kind verprügeln. Ja, so das macht man mit Kindern, die sich verlaufen haben und anfangen zu heulen. Einfach verprügeln.
Nein, mach das nicht. Ab geht die Post. Wie wär's mit einer rasanten Fahrt in einer Tasse? Och nö. Ja, und dann übertreibt man und mit dem Drehen und man ist hinter einem so schlecht, dass man nicht kotzen möchte. Sie brauchen eine Freikarte, wenn sie mitfahren möchten. Aber ich will auch so mitfahren. Ich habe auch keine Frage. Die fahren nicht mal. Das Einzige, was hier fährt, ist die Achterbahn da oben. Ja, und das Riesenrad. Du hast mich vielleicht erschreckt. Meinst du das im Ernst? Du hast einen eigenartigen Geschmack. Wenn du meinst. Ich bin froh, dass die Kinder so viel Spaß haben. Obwohl ich ja etwas müde bin. Ja, Kinder halt, ne? So viel Energie. Wo komme ich denn Freikarten? Gönn das Riesenrad, wenn du damit fahren möchtest, fragt den Mann, der davor steht. Aber ich brauche eine Freikarte und ich habe keine. Nö, 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 nö. Okay, wir müssten irgendwo eine Karte herbekommen. vor allem, das sieht so aus, als würde die Achterbahn nur im Kreis fahren, ohne Einstieg und Ausstieg für die Fahrgäste. Das heißt, sie sind im Grunde für immer gefangen. Ich möchte keine Achterbahn fahren. Nee, nee. Ich fahre generell ungern Achterbahn. Willkommen! Dieses Hotel bietet Ihnen im 3. und 4. Stock Zimmer mit Panoramablick auf das Meer. Außerdem bieten wir noch eine Vielzahl anderer Dienste an, wie unseren Einkaufsbereich im 1. Stock und ein Restaurant mit einem atemberaubenden Blick im 2. Stock. Bitte genießen Sie Ihren Aufenthalt. Dieses Hotel ist wirklich so ausgezeichnet, wie alle behaupten. Ja, nicht wahr? Eine Rose würde neidisch ob deiner Schönheit. Was ist denn? Habt ihr euch verlaufen? Voll gedisst. Das soll wohl ein Witz sein. Hier gibt es nichts außer teure Sachen, die wir nicht kaufen können. Ich wollte jetzt eigentlich das Geld aus die Taschen ziehen. Der arme Junge ist rosa angezogen. Mama und Papa liegen immer noch im Bett. Daher erforschen wir jetzt das Gebäude. Aber Chicken, Jungs dürfen auch rosa tragen. Wir leben in einer Zeit, wo jeder gleichberechtigt ist. Willkommen im Kreuzkönig. Atemshop. Brauche ich eigentlich wieder neue Augen? Die haben nicht mal Augen. Sie haben keine Augen. Was hast du eigentlich für Anpassungsdienste? Schwarzes Silber! Alter! Also Achso, aus zwei verschiedenen Sachen herstellen. Ja, einen Mondchakra könnte ich herstellen. Eine Hellebarde. Obwohl Messing, Metallsphäre. Ich habe nur ein Messing. Entweder eine Waffe für Persea oder eine Waffe für Colette. Oder ich gucke, ob ein Waffentyp diese Waffen hat. Da muss ich nicht meine Schmiedmaterialien benutzen. Wir kommen im Joker? Joker? Was machst du hier? Geh zurück nach Gotham! Ja, Inventarkraft. Diese muss nicht hier. Was ist besser? Obwohl, habe ich mir Defensor jemals gekauft? Fürs Album? Ich glaube nicht. Na komm, einfach nur fürs Album zu kaufen, weil ich glaube, ich habe es mir noch nie gekauft fürs Album. Ich könnte ja nachgucken, aber das Album hat, glaube ich, auch eventuell ein paar Spoiler. Aber nicht so gravierend wie das Monsterbuch.
Flammendolch, ja. Eiseskälte. Soll ich beide Waffen da kaufen? Weil wenn Gegner kommen, die Frost... oder Feuer... Vor allem, das ist ein Dolch und das ist ein Schwert. Ach komm. Ich müsste einfach mal nachgucken. Nee. Ich gucke einfach mal offscreen nach. Was mir noch so fehlt. Irgendwann im Album. Inventarzeug. Wir rüsten dir Pfaffen hier aus. Dann wirst du super stark. Yeah. Mondchakram. Muss man die Beschreibung ja durchlesen? Ein Schwert mit 5 auf der Klinge eingravierten Elementargesetzen. Ein Dolch mit gefällter, flammförmiger Klinge. Eine sichförmige Waffe. Durchschneidet die Luft wie ein Mondstrahl. Du meinst eher wie Luna Lisa! Falls euch nur erinnert, ne? Tessa Fantasia. Wenn Klaus immer Luna beschwört hat, habe ich einmal Luna Lisa gerufen. Ich musste das einfach tun. Ich musste es. Naja, müssen ist nicht der richtige Ausdruck, Chicken. Du wolltest es. Ich habe mir gerade auf die Zunge gebissen, als ich das gesagt habe. Die Strafe folgt auf dem Fuß. Im Trumpfass. Oha. Oha. Zwei davon. Das kann wahrscheinlich dann auch Riegel tragen. 2 davon. 1 davon, weil bisher braucht keine erhöhte Intelligenz. Wie sich das anhört. Ja, Intelligenz ist eher ja für Magie. Priorisiert. Neues Schild. Vitrilhandschuhe. Aber die Dinger, die beiden, Lloyd und Priscilla halt tragen, erhöht das nicht? Auch den Angriff? Ist das nicht seine Kralle, der gerade getragen wird? Trielanreif. Ich kaufe mal einen, um zu gucken, wie viel das erhöht. Obwohl, die Fäustlinge. Die bekommen ja eher die Fäustlinge. Dann bekommt Genus und Regal einen mit Trielanreif. Die 4 Mädels bekommen die Fäustlinge. Du hast ja das Geld, Chicken, ne? Ja. Handschuhe, Chicken. Das Glück geht runter. Immer weiter. Glück, was ist Glück? Auf 5! Alter. Ja. Scheiß auf Glück. Obwohl, theoretisch sind es eigentlich nur 2 Punkte. Ja, Donner Cape. Habe ich die anderen Capes eigentlich auch schon? Aqua Cape hätte ich. Schutz vor Wasser und Eis. Eis. Elementargeist des Eises.
Feuer und Erde. Ja, wir werden wahrscheinlich dann eh in der nächsten Session erst den Dings, Tempel der Erde machen.